Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr kriegt jetzt hier gerade ein kleines Sneak Peek hinter mir, weil ich habe nämlich diese Wand schon verputzt. Ich bin schon wesentlich weiter im Prozess. Allerdings, das Video, was ihr jetzt eigentlich gerade an dieser Stelle sehen solltet, habe ich leider auch als Zeitraffer gefilmt, deswegen gibt es kein Intro. Deswegen spreche ich das jetzt hier schnell drauf, damit ich das dann weiterschneiden kann. Und zwar wird es in diesem Video darum gehen, dass ich die Fliesen im Wintergarten raushole. Das war's. Die Nische hier zumauern und grundieren. Nee, noch irgendwas, aber das sieht ja gleich im Video. Viel Spaß! Wo wir jetzt gerade beim Thema Staubsauger waren. Das ist der Staubsauger, den ich immer benutze. Warte mal aus kurz. Und ich habe mir hier so einen Zyklon zugelegt. Ein Zyklon ist ganz interessant. Staubsaugerschlauch kommt hier oben dran. Und ich habe hier diesen Schlauch. Da habe ich jetzt hier ein 50er Rohr. Also ist einfach so ein HT-Rohr hier vorne drin. Und der ganze Dreck, der natürlich schön grob ist, geht hier durch, geht hier rein und wird hier so reingewirbelt. Und fällt dann am Ende unten rein. Jetzt habe ich hier, wenn wir hier reingucken, ich habe jetzt hier eben nur einen kleinen Moment gesaugt, wenn ihr hier reinguckt, das fällt also alles hier rein und landet nicht im Staubsauger. Dadurch hält der Filter viel, viel länger. Hier ist nochmal so ein kleines Diagramm, wie es funktioniert. Dadurch hält der Filter und der Staubsaugerbeutel von dem Staubsauger viel, viel länger und man spart richtig viel Geld, weil die sind ja schon gar nicht so billig für so einen Makita-Staubsauger und auch die Filter sind da irgendwie 25 Euro das Stück oder so. Und wenn die mal zu sind, nervt natürlich. Und hier fällt das meiste schon hier unten rein und es hält viel länger. Und der Zyklon hat jetzt 20 Euro gekostet. Habe ich von AliExpress bestellt. Und dieser Schlauch, den habe ich von Amazon, hat irgendwie 28 Euro gekostet. Also für 50 Euro und dann lohnt es sich schon irgendwie nach 2-3 Monaten, wenn man den öfters benutzt, dann hält es einfach viel länger. Da kommt auch wieder die Säbelsäge ins Spiel. Zack. Mein Multicutter würde es eigentlich auch ganz gut funktionieren, aber hiermit ist es halt leicht und man hat einen schönen geraden Schnitt. Die ist recht leicht biegbar hier, das heißt, man kann auch auf dem Boden schneiden. Das ist kein Problem, das heißt, eigentlich Top-Werkzeug dafür. Der Hund nervt so. Lauf! Da wollte er also hin. Ja, was machst du jetzt? So, bevor ich hier weiter stemmen kann, also die Heizung, die hier war, die hing hier hinter der Tür. Und da steht mir jetzt natürlich hart im Weg, diese Tür. Und außerdem ist hier noch das Waschbecken. Das muss ich auch noch abhängen. Da habe ich jetzt eben hier schon die Rohre abgemacht. Wasser hatte ich ja neulich abgedreht. Ja, die Bodenfliesen müssen da ja auch noch raus. Aber um da besser hinzukommen, hänge ich jetzt einfach mal die Tür aus. Die liegt auch nix. Manchmal ist das aber die beste Lösung. Jetzt komme ich hier nämlich schön dran, kann hier unten gut arbeiten, den restlichen Scheiß wegstellen. Ja, weiter geht's. Das ganz Geile ist, hier ist auch ein durchsichtiger Schlauch. Da sieht man, wenn irgendwo was stecken würde. Was speckt jemand? Ich lerne jetzt gerade den Rollladen, den Rollenteil des Rollladens mit dem Gurt. Habe ich jetzt ausgebaut, hier oben hingehängt. Da. Und jetzt werde ich hier drumherum vorsichtig wegstemmen, weil wir wollen die Rollläden gerne behalten und nur neue Fenster machen, weil die ehrlich gesagt noch gar nicht so alt sind. Und dann brauchen wir das halt wieder. Deswegen muss das bleiben. Jetzt habe ich hier gerade so ein Fenster geguckt und dann kam gerade das erste Klo, was wir bestellt haben. Und zwar da. Also das hier ist das Wandmontageset und dahinter die Kloschüssel. Und da ist auch schon die Dusche. Also der Duschschlauch und das Wandmontierding. Ja, kann man nachher schon mal gucken, ob man das grob anordnen kann. Schon mal einfach mal größetechnisch. Ich dachte, da kommt heute schon mehr, weil wir ja drei Klos bestellt haben. Eins für uns und zwei für hier. Aber ja, schauen wir nochmal. Hier mache ich jetzt die letzten Fliesen ab. Dann ist die Wand hier sauber. Und schneide da unten die Rohre ab. Dann ist das auch gemacht. So, und hier natürlich auch wieder das Rohr weg. Zack, weg. Ich habe mal für die Säbelsäge so einen Spachtel zugeschnitten, den man hier vorne reinmachen kann. Und das wollen wir dann mal hier an der Wand probieren, ob es funktioniert, ob man da das dann besser abbekommt. Oder damit der Spachtel quasi von alleine die ganze Zeit so macht, diese Penetrationsbewegung. Das müssen wir dann mal checken, weil diese Tapete hier, die ist richtig übel. In den Nischen ist überall, ich habe das jetzt gerade schon mal rausgeschnitten, auch so eine, keine Ahnung, so eine Schaumstoffmatte, die ist ziemlich hart verbaut als Isolierung. Aber dadurch, dass wir ja hier zumauern wollen und ich Angst habe, eine Taupunktverschiebung zu verursachen, wenn ich jetzt das hier drinnen lasse, dann muss ich das auch rausmachen. Ich werde dann hier direkt auf den Estrich drauf mauern. Da habe ich jetzt ein bisschen Leute gefragt und so, was die dazu sagen. Die meinen, ja, kannst du auf jeden Fall so machen, ist kein Problem. Wir haben ja gestern beim Baumarkt hier diese Ytong, diese 5 cm Ytong-Steine gekauft. Die müssen auch relativ weit nach hinten rein, weil man ja dann noch drauf spachteln möchte. Also die Nische hiermit ist aktiv. Genau, also ich muss die fast bis hinten an die Wand machen, dass ich dann nachher drauf spachteln kann. Weil hier ist ja auch so eine ekelhafte Isolierung drauf, die kommt dann auch noch runter. Und dann sollte es gehen. Als nächstes zumauern. Ich habe hier irgendwie witzigerweise mit der Säbelsäge, kann man hier diese Schrauben von der Fußleiste richtig geil drauf machen. Eben hat es besser funktioniert, da hat es richtig die Schrauben rausgedreht, die sind alles rausgeflogen. Aber hier, wohl nicht.
Naja, hier waren die Fußleisten festgemacht, mal so reingeklickt. Aber muss natürlich alles weg. Genau wie das hier. Das geht ja wenigstens ganz gut ab hier. Und das Zeug hier kann ich gleich wieder mit dem Staubsauger einsaugen. Also wie ihr seht, eine Säbelsäge ist für alles gut. Hier ist es natürlich auch drin. Aber nur hier vorne irgendwie. Bei diesen Fensterbrettern muss man immer aufpassen. Das ist auch Beton, das ist natürlich eine ordentliche Kältebrücke. Die muss ich wahrscheinlich auch rausmachen. Hier ist ja auch dieses Fenster mit diesem krassen Schimmel. Das hatte ich ja schon mal gezeigt. Also hier ist der Schimmel. Mal gucken, was der Fenstertyp sagt. Der kommt nachher. Aber normalerweise würde man die immer rausmachen. Weil die einfach perfekt die Kälte hier reinleiten. Und natürlich wieder ein toller Punkt sind für Schimmel. Und gerade hier, wo man nicht weiß, mit der Taupunktverschiebung, ist ja immer besser, auf Nummer sicher zu gehen. So, als nächstes kommt jetzt hier der Boden raus. Mal sehen, ob der auch so gut rausgeht wie drüben im Bad. Ich hoffe es ja sehr, aber wir werden sehen. Naja, jetzt kann ich auch direkt probieren, wie gut die hier weggeht. Das habe ich noch gar nicht probiert. Aber das würde ich auch als Erfolg einstufen. Geil, ey. So, hier ist das erste Paket. Und um mal richtig planen zu können, wo hier was hinkommt, in den Bad, jetzt mal auspacken und gucken. Naja, weil es ja so ein Einbauklo wird hier, habe ich hier schon mal das Teil. Dann wird das Klo aufgehen. Auf jeden Fall eine Option, genau. Aber es kommt halt viel höher und hier muss ja noch Rigips drauf. Also das muss ja hier. Na gut, dann mach's halt noch ein bisschen schräger. Und dann könnten wir das Waschbecken nur hier hinbringen. Und das kommt ja auch noch raus. Ich stemme jetzt noch ein bisschen an den Fliesen hier und dann gehe ich mal in den Wintergarten und guck mal, wie gut die weggehen. Wir haben jetzt so lange da nochmal ein Bad rum überlegt. Caro und meine Mutter gucken jetzt nochmal am PC in so einem Badplaner, was am sinnvollsten ist von den Abständen her. Und dann besprechen wir das nochmal neu. Weil jetzt so macht es keinen Sinn, da einfach jetzt auf Pi mal Daumen erstmal weiterzumachen. Das hier ist natürlich ziemlich fancy. Also eine Tür hier, die so breit ist, man direkt auf den Pool gucken kann. Das wird, glaube ich, ziemlich geil hier. Also ist noch ein langer Weg, aber ich glaube schon. Hier soll auch Fußbodenheizung rein. Das heißt, hier müssen auch alle Fliesen raus. Hier ist so ein bisschen so eine Welle drin. Hier ist auf jeden Fall ein Estrich drin eigentlich. Da soll natürlich auch reingefräst werden, aber es kann sein, dass da vorher noch eine Nivelliermasse drauf muss. Also wahrscheinlich sogar auf jeden Fall, weil der Untergrund natürlich schön gerade sein soll. Aber erstmal gucken, was da drunter ist. Ich habe noch eine leere Bütte. Die werde ich jetzt mal noch voll machen mit den Fliesen hier. Das wird aber nicht sonderlich lange dauern, aber ich denke, dass die Fliesen hier auch sehr, sehr leicht abgehen, weil die einfach schon total holprig, hubbelig sind. Wir werden sehen. In dem Video hier könnt ihr jetzt richtig schön sehen, was eigentlich der Worst Case ist, der passieren kann. Und zwar, dass die Fliese leicht abgeht, aber der Fliesenkleber richtig, richtig gut auf dem Estrich haftet. So, was muss man da jetzt machen? Eigentlich genau das, was ihr jetzt schon sehen könnt. Man muss den kompletten Fliesenkleber runterstemmen, einzeln. Also man macht erst die Fliese ab. Und dann den Fliesenkleber. Was ich empfehlen kann, ist, das gleichzeitig zu machen. Also immer Fliese weg, dann Fliesenkleber runter. Weil dann kann man immer noch auf den glatten Fliesen, die noch da sind, kann man immer noch schön knien, ohne dass man irgendwie irgendwelche Stücke Fliesenkleber oder Fliese im Knie stecken hat. Das hatte ich schon ganz oft bei anderen Projekten. Also lieber immer erst die Fliese wegmachen und dann direkt den Fliesenkleber. Als erst alle Fliesen weg und dann da mit den Knien auf den Kanten rumzurutschen. Das tut natürlich ziemlich weh. Um das Ganze einfacher zu machen, gibt es da einen Trick. Und zwar, also jemand hat das hier so mit der Zahnkelle die Richtung abgezogen und hier halt so. Wenn ihr jetzt hier anfangt, die hier in die Richtung abzustemmen, das ist ganz, ganz schwer. Wenn ihr die so rum wegstemmt, dann geht es richtig gut. Also gegen den Strich, beziehungsweise mit dem Strich, ist es viel, viel schwieriger als gegen den Strich, also vertikal gegen den Strich. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, bruh. Nicht mit den Linien, sondern senkrecht zu den Linien. Senkrecht, das Wort habe ich gesucht. Genau. Ja, das macht es viel, viel einfacher. Kann ich nur empfehlen. Also mit dem Stemmen habe ich jetzt mal aufgehört, weil ich jetzt das hier noch grundieren will, damit ich das möglichst bald da mauern kann. Also diese Nischen, die mauert man hier einfach zu, wenn man Fußbodenheizung macht, weil man die halt nicht mehr braucht. Ich muss das jetzt auch nicht sonderlich schön machen hier dahinter. Also ich mache alles, was lose ist, mache ich jetzt natürlich ab. Und vor allem diese Stämmung, die hier drin war, das ist so ein Schaumstoffzeug. Seht ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht, weil es viel zu hell ist. Hier, so sieht man es. Ist weiß, deswegen sieht man nichts. Das muss weg wegen Taupunktverschiebung, so wie schon gesagt. Und dann hier unten ist es auch richtig übel. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, was ich da vorhin zu gesagt habe. Ach, ich habe es mit dem Sturz gesagt vorhin, genau.
Also, der kommt wahrscheinlich auch weg. Aber mauern kann ich ja trotzdem schon mal anfangen dann morgen. Wenigstens bis hier oder so. Also drei Steinreihen, drei Reihen Steine wenigstens. So, ich habe jetzt noch eben Grundierung aufgebracht hier unten, damit ich ja morgen mauern kann. Ich hatte jetzt leider nur noch diese Kackgrundierung. Die ist eigentlich für hinteren Strich. Immer noch besser als keine Grundierung. Ich habe da leider die falsche gekauft. Die eine, die gebe ich auf jeden Fall zurück. Das wird jetzt für das eine Fenster hier keinen Unterschied machen. Aber genau, das werde ich jetzt hier nutzen. Und dann kann man da hier die Steine, die wir gestern geholt haben, die hier mit diesem kurzen Mauermörtel, kann man die dann da hinmauern. Da seid ihr natürlich morgen auch hier mit dabei. Seit heute war Samstag. Morgen Sonntag, deswegen mache ich nur so eine Sache. Sonntag, Ruhetag. Also, bis dahin. Und heute will ich hier diese Nische zumauern, beziehungsweise schon mal den untersten Teil. Dazu habe ich mir hier so Power, genau. Noch ein Putzmittel geholt. Man kann es auch mit Fliesenkleber machen. Aber ich habe hier meinen Fliesenpolen gefragt. Der meinte, nimm auf jeden Fall Mauermörtel. Mindestens für die untere Reihe. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch alles damit machen. Deswegen werde ich alles damit machen. Und jetzt werde ich das ganze Gedöns mal anrühren. Wasser habe ich mir geholt, weil ich ja hier Wasser abgedreht habe. Und dann geht es auch schon los. Ich habe jetzt hier eine 8x8 und eine 6x6 mm Zahnkelle. Ich denke, ich mache es mit der 8x8. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Die haben wir vor 2 Jahren für unser Haus gekauft. Und weil ich nichts gemauert habe, wie geplant, haben wir die nie benutzt. Deswegen benutze ich jetzt hier. Dann habe ich jetzt noch so eine Kelle von Bauhaus. Eigenmarke, dieses Wisent. Kostet, glaube ich, 9 Euro. Und achtet immer darauf, dass ihr die Edelstahl-Variante nehmt. Weil so eine verrostete Kelle, damit habt ihr keinen Spaß. Genau, so als Werkzeug hier. Kelle, dann Spachtel und Eimer. Rührwerk habe ich hier am Akkuschrauber dran. Aber ein richtiges Rührwerk. Wenn ihr jetzt richtig viel mauern wollt oder irgendwie richtig viel anmischen wollt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, ein Rührwerk zu kaufen. Also ich muss ja auf jeden Fall auch Nivelliermasse anrühren, im Bad und so. Das heißt, eigentlich wird es auch für uns Sinn machen, ein Rührwerk zu kaufen. Da gibt es recht günstige von Güde oder so. Die sind vollkommen ausreichend für so ein DIY. Aber jetzt wollen wir mal was anrühren und einfach starten. So, zur Konsistenz. Das sieht jetzt so aus. Das ist schon recht fest. Ist auch eigentlich ganz geil so, weil ihr wollt ja auch nicht, dass ihr das euch überall hindrückt. Und dann als nächstes muss man hier den Bereich noch vornässen. Das mache ich jetzt einfach mit der Hand. Gehe hier in meinen Wassereimer und nässe das vor, damit es hier auch eine gute Bindung dann eingeht. Das verdunstet ja auch alles wieder schnell. Also das ist kein Problem, wenn es da einiges an Nässe hat. Das ist natürlich eine Hand was. Jetzt bleibt noch zu überlegen, wo am Ende, also auf die Mauersteine, die habe ich ja hier, kommt ja am Ende noch Putz drauf. Das heißt, ihr dürft die nicht bündig mit der Wand machen. Kein Problem. Also ihr müsst die mal ein Stückchen zurücksetzen wieder, damit da noch Putz drauf kann. In meinem Fall will ich jetzt wieder diese 6 mm Putzschienen drauf machen. Das heißt, ich muss 6 mm zurück. Ich kann aber auch so 1 cm zurückgehen, einfach nur, damit ich ja der sicheren Seite bin. Was ich euch auch empfehlen kann, ist, dass ihr euch erstmal eine Linie zieht. Da muss ich mal kurz die längere Wasserwaage holen. Also wenn ihr euch die Wasserwaage hier hinlegt, dann zieht ihr erstmal einen gleichstiftigen Strich. Jetzt habt ihr dann die Linie. Von dieser Linie aus könnt ihr messen, weil ich habe jetzt gerade gesagt, okay, 1 cm von hier. Schön und gut, aber wo ist denn hier der Zentimeter? Das weiß man immer nicht. Aber jetzt haben wir hier eine Linie. Jetzt können wir halt 1 cm von der Linie zurück hier. So, und das Ganze hinten auch. Und das Ganze fangen wir dann einzumauern. Natürlich viel zu wenig, was ich hier gemacht habe. Aber weil ich das halt noch nie gemacht habe, dann müsst ihr doch ein bisschen nachsichtig mit mir sein. Hier guckt es noch so ein bisschen raus. Das ist jetzt halt das, wie ich das mache. Ich denke, es funktioniert. Ich habe auch viele YouTube-Videos geguckt und andere Erklärungen und habe jetzt mir hier den besten Weg für mich quasi rausgesucht. Das könnte fast noch fester sein. Ja, ich glaube, es sollte noch fester sein. Also ich mache es noch fester. Übrigens rühre ich immer links rum. Viele Leute rühren rechts rum. Aber wenn man rechts rum rührt, dann fliegt immer einem alles entgegen. Wenn man links rum rührt, rührt man, weil sich das dann links rum dreht, rührt man dann quasi die frische Masse nach unten. Also das frischen zugefügte. Hier rühre ich immer links rum. Das mache ich auch bei Flächenspachtel und so. Da ist es schon wesentlich angenehmer. Vielleicht kommen wir für den ersten Stein zurück. Das ist natürlich die Sache mit der Linie. Die muss man sich natürlich ein bisschen freihalten. Zur Wand hin können wir auch einiges hier machen. So, jetzt der erste Stein. Alles, was euch hier unten zu viel ist, könnt ihr direkt auf den nächsten Stein tun. Wieder Zollstock ins Spiel. Zentimeter von hier. Zentimeter von meiner Linie. Und da ist die Linie, da sieht man jetzt wieder, wie wichtig die ist. Wenn ich jetzt nicht hätte, jetzt nicht. So, Wasserwaage. Perfekt.
Richtig gut. Dann schon der nächste Stein. Okay, also es ist tatsächlich schwerer, als ich gedacht hätte. Es ist ein bisschen ein Akt, so diese erste Reihe zu machen. Aber angeblich ist die erste ja auch die schwierigste. Ich rühre jetzt direkt mal mehr an und setze es auf die nächste Reihe. Das war jetzt auch doch ein bisschen zu fest. Also ich fand es vorher besser. Das heißt, ich werde jetzt die nächste Runde ein bisschen nasser wieder anrühren. Und ich würde euch auch empfehlen, das hier vorzunässen. Also ich habe jetzt eben den Stein, hat ihr wahrscheinlich im Zeitraffer gesehen, auch ins Wasser getunkt. Da hat es direkt viel besser gehalten. Hier an der Seite, wo ich es nicht reingetunkt habe, da hat es gar nicht gut gehalten. Deswegen mache ich es jetzt wieder nass. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier seht ihr, obwohl ich unten diesen Zentimeter Abstand habe, bin ich jetzt oben ein ganz Stück rausgekommen. Okay, es liegt doch daran, dass ich hier insgesamt rausgekommen bin. Das muss ich nochmal reinschieben, hier sehe ich gerade. Aber sonst sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Hier hinten sieht es richtig geil aus. Dadurch, dass es jetzt hier so ein dünner Stein ist, muss ich jetzt hier Armierungseisen reinmachen, damit das hier auch noch mal ein bisschen Halt hat. Und zwar gehe ich jetzt dann nochmal in die Werkstatt und schneide mir zwei Armierungseisen zu, hole mir einen Bohrer und die kommen dann einfach links und rechts in die Wand ein als Verankerung. Aber vorher schiebe ich hier noch diesen einen Stein rein, weil das triggert mich. Könnt ihr es hier sehen? So schon, ne? Achter Bohrer. Dann hier 8er Bewährungseisen. Kann sogar sein, weil ich das noch tiefer bohren muss. Okay, vielleicht fürs nächste Mal. Das muss jetzt natürlich eine sehr dicke Fuge werden hier. Erst bohren und dann die Mauer, den Mauerstein setzen. Das ist natürlich sehr verschoben hier, den ganzen Spaß. Das Zeug zieht auf jeden Fall echt krass schnell an, das denkt man überhaupt nicht. Aber die Idee dahinter habt ihr verstanden auf jeden Fall. Ja, ist nice. Lässt sich natürlich 0% runterziehen, also perfekt. Aus Fehlern lernt man. Also Stein hinhalten, bohren. Das ist halt eine fette Fuge hier, ist halt so. So, was ich mir jetzt hier überlegt habe, ist, ich mache nur die Fliesen weg und lasse den Fliesenkleber stehen. Dadurch, dass diese Estrichplatten hier so gebrochen sind untereinander, denke ich mir, dass es besser ist, wenn ich den Kleber stehen lasse, um den aufzufüllen mit Nivelliermasse. Dann hat er wenigstens eine richtig schöne Oberfläche, wo sich das alles gut reinsetzen kann und verkanten kann. Und ich denke, ich brauche nicht so viel Nivelliermasse, weil ich schon auf eine ordentliche Dicke eigentlich kommen will. Und dieser Fliesenkleber, der ist so dermaßen gut damit verbunden, dass er ja wirklich kaum abgeht. Ich habe jetzt hier gerade wieder bestimmt 10 Minuten für zwei Fliesen gestemmt und das macht eigentlich einfach keinen Sinn. Und dadurch, dass wir hier sowieso einen eigenen Raum haben und wir dann im Endeffekt auch nicht viel Höhe verlieren und das, was wir verlieren, ist nicht schlimm, weil hier überall eine Stufe ist, also nach draußen eine Stufe, nach drinnen eine Stufe und sonst sind ja überall Fenster. Dadurch ist es gar nicht schlimm und ich kann das einfach so machen. Was nur bei der Nivelliermasse, aber das hätte ich so oder so. Hier an der Seite ist Rigips und dieser Rigips, da muss ich halt gucken, dass ich den irgendwie abdichte. Also wahrscheinlich mit Bauschaum einfach hier einmal lang gehen, damit mir das nicht da reinläuft. Weil das sollte nicht passieren, dass die Nivelliermasse wegläuft. Das ist auch zu schade dafür einfach, weil da kostet der Sack irgendwie 30 Euro oder 25 oder so. Und dann sind wir da auf der sicheren Seite. Generell mit dem ganzen Rigips weiß ich noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Und hier weiß ich nicht, ob der Dämmung drin ist oder nicht. Also es sind noch ein paar Sachen, die so ein bisschen in der Schwebe sind. Aber dann werde ich jetzt nämlich einfach hier die Fliesen abmachen und nicht den Fliesenkleber, weil dann kann ich mir das sparen. Hab damit wahrscheinlich sogar noch einen Vorteil und bin schneller. Wenn ich die klein mache, lasse ich es besser aufschippen. Und es passt mehr in so eine Bütte rein, deswegen mache ich die mal klein. Ihr könnt jetzt die Problematik sehen. Bei Absackungen, also ganz oft in Neubauten hat man das, dass dann irgendwelche Silikonfugen reißen. Und hier, auf der Wand hier ist auch Rigips, denke ich mal. Ja, Rigips. Hier ist dieser Estrich damals hingekommen und der Boden ist hier gewölbt. Das heißt, es ist hier abgesackt. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass der Estrich dann halt gealtert ist und härter geworden ist. Und der zieht sich immer erstmal so hoch und dann sackt er wieder ab, umso älter er wird. Naja, auf jeden Fall ist hier wirklich das Ganze irgendwie um fast einen Zentimeter abgesackt. Dementsprechend viel müssen wir natürlich auch an Nivelliermasse drauf machen. Also da sollte man einfach drauf achten, auch wenn man einen neuen Estrich hat. Der hat ja richtig lange Liegezeiten, wie 21 Tage. Dann darfst du überhaupt erst weitermachen und dann sollst du ja nochmal trocknen und dies und das. Wenn man so einen Estrich hat, ein Grund eigentlich auch zu fräsen und ihn möglichst drinnen zu lassen, ist, dass man dann nicht wieder diese ganzen Wartezeiten einhalten muss. Das ist halt das Geile bei so einer Frästechnik von der Fußbodenheizung oder auch wenn man hier so
Becotec zum Beispiel von Schlüter. Das sind ja auch nur solche Noppenmatten, die dann ineinander gekickt werden, dann wird was da reingelegt. Da hat man dann auch nur 2 cm Estrich und dieser Estrich, der ist dann noch entkoppelt voneinander. Dadurch hat man nicht diese lange Trocknungszeit durch diese Noppen. Also die kommen jetzt auch noch weg hier, macht die Bütte hier noch voll und dann muss ich wieder einen Hänger mit Bauschutt wegfahren. Also das geht immer echt schnell. So viel Bauschutt war krank. So, dadurch, dass es hier unten erriegelt ist, kann man das nicht so gut mit der Maschine anstellen. Wenn ich das hier gemacht habe, bricht der ganze Riegel raus. Wenn ihr hier so eine Schaufel habt, so eine Schippe, die ich gerade kannte, kann man schön dahinter gehen. Weniger Schaden abmachen, als wenn ihr es mit der Maschine machen würdet. Aber hier habe ich gerade wieder Schippe gefunden. Hier hinten ist nämlich die Garage. Man sieht auch, wenn man in der Garage ist, dass da einfach von innen Isolierung drauf gekommen ist und dann das so in Riegel verplankt worden ist. Hier gibt es ja auch nicht, dass man da wegmachen. Schimmeln ist immer übel, Schimmeln ist echt immer kacke. So, das Gedöns will ich los. Hier, schon im Container. Dann kann ich jetzt wieder losziehen und endlich wieder Bauschutt laden. Jetzt habe ich gerade ein bisschen telefoniert und wir kriegen für morgen einen Bagger. Und zwar muss hier das ganze Zeug raus, weil halt hässlich. Wir würden das hier gerne noch ein bisschen weiterziehen, dass man hier vielleicht noch ein paar Liegen aufstellen kann. Und da drüben soll eine Terrasse hin, das heißt, da drüben muss noch ein bisschen Erde hin. Und das hier kann dann noch weiter runter. Also hier wollen wir so eine Kante, da will ich dann ein Fundament gießen, dass hier so eine schöne Kante ist, eine Terrassierung. Und da hinten, das muss auch alles raus. Und das da hinten kann auch glatt gezogen werden. Einmal hier das Moos umrühren mit dem Bagger. Und dann haben wir ja gesagt, dass wir da hinten noch ein Stückchen abtrennen. Und dann kriegt Caro irgendwann da hinten ein Gewächshaus. Und dann kommen da noch Beete und so hin. Aber der Bagger ist jetzt einfach wichtig, weil man erst dann richtig weitermachen kann. Ich habe auch ein Gesuch bei Kleinanzeigen für Erde und wir haben jetzt mehrere Leute schon Erde angeboten, aber es kann mir keiner bringen wegen diesem engen Durchgang zwischen den beiden Häusern hier. Genau, deswegen morgen erstmal nur abziehen, damit ist aber ja schon mal viel zu tun. Ich werde jetzt hier weiter stemmen und wieder die Bütten füllen und ich muss sagen, jetzt teilweise, ihr seht das hier, ist es doch ganz gut weggegangen hier, dieser Kleber mit der großen Maschine. Und ihr habt euch jetzt bestimmt schon gefragt, warum ich überhaupt die kleine Maschine benutzt habe am Anfang, wenn ich auch die große Maschine hier habe. Mit der kleinen Maschine habe ich weniger Löcher in dem Estrich, gerade mit dem breiten Meißel hier. Ich habe nicht so viel Kleinzeug hier. Also ich kann es besser aufheben, immer die ganzen Fliesen, aber damit geht es halt viel schneller. Deswegen werde ich jetzt mit der weitermachen und dann sitzt schon wieder einiges an Bütten voll. Also wieder einiges an Bauschutt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Bauschutt der Pool wird, ey. Krank. Und diese ganzen Platten, die müssen ja auch weg. Übel. Ich habe keinen Bock mehr auf Stemmen. Ich habe jetzt so, ich denke mal, ungefähr die Hälfte geschafft. Ich habe jetzt doch noch viel von dem Kleber weggemacht, weil es relativ lose war. Als ich jetzt gesagt habe, ich mache das nicht weg, das soll jetzt nicht heißen, dass man es generell nicht wegmachen sollte. Also generell würde ich eigentlich sagen, lieber wegmachen. Und vor allem, wenn man versucht, Höhe zu gewinnen oder zu behalten, dann sollte man es auf jeden Fall wegmachen. Aber bei uns jetzt hier in dem Fall im Wintergarten ist es halt total egal und es macht halt einfach viel mehr Arbeit und es macht wirklich keinen Unterschied dann später, ob bessere Haftung oder nicht. Ich hier diese beiden Rohre neulich schon mal freigelegt, vor dem Rücklauf. Der Fußbodenheizungsverteiler soll ja hier hin. So ist mein Plan, ungefähr hier. Und alles, was ab hier weitergeht, fällt ja komplett weg. Ich habe gesehen, dass hier, dass dort Gewinde sind und die würde ich auch gerne bis dahin wegmachen. Dann habe ich nämlich fast keinen Stahl mehr in dem System. Und Stahl ist immer kacke in so Fußbodenheizungssystemen, weil Stahl bedeutet Verschlammung und Schlamm ist halt kacke. Aber ich werde es erstmal hier kappen, weil hier kann ich jetzt das Wasser auffangen, was kommt. Ich habe keine Ahnung, wie viel da jetzt noch kommt. Ich habe das ja abgelassen oben, beziehungsweise hier habe ich es auch abgelassen. Trotzdem weiß ich nicht, wie viel hier kommt. Hier kommt jetzt auch wieder die Säbelsäge ins Spiel, weil man damit das schön schneiden kann. Und ich hatte überlegt, erst hier dran zu gehen und dann einfach herüber und dann hier an die Anschlüsse. Aber weil ich halt gesehen habe, okay, das ist auch wieder Stahl. Hier ist ein Gewinde. Dann gehe ich lieber hier mit dem Gewinde dran und kann dann ab dem Gewinde ganz normal weitergehen und mein Kabel, mein Rohr richtig legen. Also lieber einmal richtig machen, als dann hier noch eine Fehlstelle drin lassen. Naja, wieder viel gelabert. Ich mache jetzt hier auf. Ja, also wie gesagt, keine Ahnung, wie viel jetzt noch kommt, aber ich glaube, es lässt schon nach. Also eigentlich habe ich mir gerade hier ein komplett frisches Blatt geholt, aber irgendwie, keine Ahnung, so ist das ziemlich scharf. Aber hier sieht es besser aus, hier kommt nichts. Beziehungsweise nicht so viel. Mal gucken, was hier ist. Ja, das Zeug, das wurde früher noch geschweißt. Also hier ist tatsächlich eine geschweißte Ecke. Und ich denke, dass ich die beiden dann hier nochmal abschneiden muss, damit ich die abschrauben kann. Versucht hier dieses Zeug immer direkt in eine Tüte zu packen. Ich bin jetzt natürlich ein schlechtes Vorbild und tue es nicht. Ich habe gerade keine Tüte hier, aber ich habe hier eh schon so einen Haufen auf dem Boden. Und dann nicht ins Gesicht fassen. Naja, aber hier seht ihr das jetzt. Geschweißt, 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 geschweißt. Also hier hat jemand
echt viel Mühe gemacht, um diesen Bogen zu bauen. Das hier ist ein Sensor. Da muss ich mir jetzt mal ein Foto machen, dass ich das auch wieder dran baue dann später. Generell kann ich euch empfehlen, immer von allen Fotos zu machen. Das macht euch im Nachhinein immer vieles leichter. Erster Teil hier ist ab. Und es ist ja jetzt so eine Vorschrift, dass man keine Stahlrohre mehr im Haus haben darf, ne? Wenn ihr euch mal diesen Querschnitt hier anguckt, das sind, wenn man einen Zollstock hätte, also es sind, ich schätze mal, 4, wenn nicht sogar 5 mm. Und da geht es darum, dass es nicht kaputt rostet. Das ist jetzt 50 Jahre alt. Wie lange soll es rosten, bis es kaputt ist? Also lächerlich. Aber schmeißt das Zeug mal nicht einfach weg, sondern bringt es zum Schrott, dann kriegt ihr noch Geld dafür. Hier sind wir jetzt genau unterm Bad und hier ist der alte Duschanschluss. So, und der alte Duschanschluss war, wenn man reinkam, direkt vorne in der Ecke. Aber wir setzen den um. Unsere Duschwanne, die wir haben, die hat hinten, kann ich mal ein Bild von der technischen Zeichnung einblenden hier. An der Stelle, da könnt ihr sehen, dass da hinten eben das Loch mittig ist. Das heißt für uns, dass wir das hier wegmachen müssen und hier hinten ein neues Loch machen müssen. So, und dafür kann ich das erstmal wegmachen. Da hatte ich eben ganz kurz die Idee, das hier erstmal abzusägen und dann habe ich gesehen, oh! Hier liegt die Hauptleitung, also hier ist richtig Volt drauf. Hier ist der Hauptanschluss da hinten, diese schwarze Box. Das heißt, hier zu sägen ist eine richtig dumme Idee. Deswegen werde ich das, denke ich mal, irgendwo hier gleich abschneiden. Die haben das hier damals alles isoliert schon. Das hat hier auch diese Schellen, die kann ich auch schon mal aufmachen. Die fallen ja dann auch weg. Der Inhalt davon, der könnte recht eklig sein. Deswegen halte ich mal hier ein bisschen Abstand jetzt. Das geht aber tatsächlich. Jetzt kann ich das ganze Rohr hier einfach rausziehen. Jetzt haben wir das schon zurückgebaut. Das nächste Rohr. Also unser neues Rohr kommt ungefähr hier raus. Deshalb muss ich dann auch wieder aufpassen beim Stemmen, wenn ich hier durchbohre für den neuen Abfluss, dass ich dann hier bei dem Rohr nicht irgendwo rauskomme. Also dann geht hier raus, hier hinter und hier dann hier ins Rohr rein. Also das können wir lassen. Und dieses Rohr hier, das muss ich auch ein bisschen anders legen, weil unser Waschbecken ja ein bisschen weiter darüber kommt. Aber dafür muss ich hier noch diese alte Küche abbauen. Steht auch noch an. Peng. Ja. Ja, es geht tatsächlich vom Dreckigkeitsgrad her. Also hier werde ich eine Platte, also ich werde hier ein Stück rausschneiden, Platte drunter schrauben, mit Beton auffüllen. Genau das gleiche ist übrigens auch hier hinten bei dem Kloanschluss. Also das ist das Rohr vom Waschbecken, was hier rüberkommt. Und hier ist der Kloanschluss, das fette hier hinten. Und der ändert sich ja auch. Und zwar werde ich ab hier wahrscheinlich alles ändern, weil mein Klo wird irgendwo hier runterkommen. Das heißt, ich werde hier mit dem dicken Rohr hier hinter gehen und dann ab hier verjüngen. Also quasi dieses Bauteil hier hinten, was ihr hier seht. Dieses Verjüngungsding von dem 100er aufs 50er oder 110er aufs 50er. Und dann ab hier den Verjüngung, weil Toilette braucht immer das 100er. Warum, könnt ihr euch ja wohl denken. So machen wir es. Aber ich schneide es jetzt hier erstmal noch ab. Dann kann ich das auch schon demnächst betonieren. Mit diesen Wasserleitungen hier, das ist so komisch gemacht. Das blicke ich gar nicht, warum die das hier so gemacht haben. Diese alten Rohre, das könnt ihr hier sehen, geklebt teilweise. Die sind total porös, die alten Rohre. Muss man mal gucken. Also ihr habt ja auch gesehen, wie das hier gerade zerplatzt ist. Das spricht ja auch sehr für porös. Aber dadurch, dass es hier alles verklebt ist, davon mache ich mir auch mal ein Foto, damit ich weiß, wie es war. Zack. Und damit ich weiß, was ich beim Baumarkt kaufen muss. Weil das Ganze hier ab hier muss ja schließlich neu. Das hier habe ich jetzt gerade hier aus dem Klo geholt. Bisschen eklig, da reinzufassen, aber das Bauschutt, der mir von oben reingefallen ist, also der ist hier runtergerutscht und direkt da rein, das muss natürlich weg, weil das kann euch komplette Verstopfung bescheren. So Kleinzeug geht, alles muss auf jeden Fall weg. Also das hier baue ich jetzt noch schnell weg und dann fertig für heute. Und morgen früh um 8 kommt der Bagger, aber davor muss ich noch eine Sache machen, aber dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Ich habe doch keinen Bock, das morgen früh zu machen. Und zwar dieser Rollladenkasten hier, der muss weichen. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Naja, vielleicht muss ich noch sagen, warum er weichen muss. Und zwar, morgen kommt auch unser Fenstermensch nochmal und der will das Ding ausmessen. Deswegen möchte ich es mal auseinandernehmen. Das ist wieder fast alles aus dem Holz-Sandwich-Zeug gebaut. Oh, Mann, das ist echt stumpf. Da geht ja gar nichts. Dann halt doch wieder der Vorschlaghammer. Putz kommt jetzt von alleine runter. Der Lappen, der war da wohl schon länger drin. Ja, okay. Hier sind auch diese Matten drin zum Dämmen. Also ist gut, ich das jetzt mache. Sonst habe ich ja morgen früh direkt wieder staubig. Also ihr seht, geiles Werkzeug für alles. Das war der Rollladenkasten. Ich glaube, mehr muss ich da jetzt nicht rausholen. Ich denke, das reicht. Puh! Naja, dann jetzt bis morgen.